Ja, guten Morgen Jungs, willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. So, ja, als erstes, ja, ich habe wieder ein bisschen Bock für Regnum und bin auch ein bisschen mehr motiviert jetzt, so für die längere Zeit, von, also die Pause und ja, jetzt machen wir weiter. Ich habe ein bisschen gelevelt, damit es nicht mehr so langweilig ist bis zum nächsten Level, damit wir die Zombies bekommen. Und wie ihr seht hier unten, ich habe mir ein paar Punkte gekauft für 10 Euro. Und jetzt können wir den Shop aufmachen, der ist hier. Kaufen wir uns ein schönes Pferdchen. Also 8500. Können wir nicht so viel auswählen, aber... So ein Panther wäre doch geil, aber das ist leider Ignis. Ich würde jetzt nicht gerne ein anderes Reich noch nehmen. Also als Pferd. Oder als Tier. Reiztier. Ein Einhorn. Nee. Ich denke, ich nehme einfach ein Pferd. Oder, nein, das ist zu teuer. Ein Säbelzahntiger, Sötis Wolf. Ich sah nicht so viele Tiere. Und es sind auch zwei. Ja, das mag ich jetzt nicht so. Ja, dann nehmen wir. Wir nehmen einen Wolf. Und so sollen wir ein normales Pferd nehmen. Ich weiß es jetzt nicht. Extra Charakter kosten 1600, können wir nicht nehmen. Und Erfahrung brauchen wir noch nicht. Umbenennen, Haarschnitt, Emotionen, Kleidung, aufwerten. Sonst nehmen wir einfach noch eine Kleidung. Ich weiß es jetzt nicht. Zaubererhut. Aber der ist teuer. Ja, wir nehmen jetzt zuerst irgendwas. Und das ist... Ich weiß nicht, ich habe Pferde hier als Reittiere gern. Und ich mag das weiße Pferd nicht. Nehmen wir einfach das normale Pferd, dann haben wir immer noch genug Geld für anderes Zeugs. So. Und dann Gestaltung. Exotische Haarfarbe wäre doch geil oder so. Geschlechtswandel. Rassenwandel. Was habe ich denn als Haarschnitt genommen? Den. Ich finde schon, es könnte eine andere Haarfarbe sein. Das ist jetzt wirklich nur Luxus. Ich verwende das jetzt nur als Luxus. Aber wenn es nur die 3 hat, dann bin ich sauer. Ja, komm. Ich habe ja genug Geld jetzt. Also genug Geld. Ich kann jetzt genug ausgeben für die Spiele. Dann ist gut. Also, und dann noch irische Kleidung. Nee. Engelsflügel. Nein, für einen Beschwörer nicht so geeignet, oder? Doch. Wegen Licht, wegen Heilung. Das ist aber zu teuer. Und das geht, wenn ich jetzt Engelsflügel nehme, würde ich den bereuen, weil ich hier das anders bräuchte.
Müssen wir mal schauen. Sorry für den kurzen. Da kommen sogar Items färben. Cool. Ja, was nehmen wir? Ja, Loot bringt es jetzt noch nicht. Eben EXP auch nicht. Ja, dann nehmen wir hier Kleidung. Und wir nehmen die Zauberflügel, weil die machen keine Kleidung so kaputt. So, dann haben wir 850 noch, da können wir sparen. So, jetzt irgendwie da hinten hinein. So, und ja, auf die 10. Oh, süß. Schade, dass es nur diese Flügel gibt. Und jetzt die exotische. Ah, toll. Oh, rot wäre geil. Ja, die anderen stechen jetzt nicht so hervor. Ja, ich denke, oder soll ich euch wählen lassen? Das würdet ihr am schönsten finden. Ja, aber das bringt leider auch nicht so viel, weil fast niemand postet. Ich kann es dann immer noch ändern, wenn ihr Lust habt. Hier seht ihr die Farben, merkt ihr die Farben? Dann könnt ihr dann immer noch abstimmen, was ihr wollt. So zum Beispiel grün, blau, so türkis, ja. Aber ich finde jetzt am Rot einfach passt am besten. Vor allem zur schwarzen Robbe, die ich momentan habe. Ja, leider ist es nicht ganz so schön in der Nacht durch die Lichteffekte, aber schon okay. Wie sollen wir es nennen? Wie soll ich es nennen? Ich nenne es Epona, das ist von Zelda, das Pferd. So. Gut. Sieht es aus mit den Flügeln. Okay. Für ein Let's Play ist das die 10er ja schon wert gewesen. Alleine würde ich das nie kaufen. Vor allem das Pferd ist einfach Pflicht und darum habe ich die 10 Euro gerne ausgegeben. So, jetzt fehlt uns nicht mehr viel. Ah ja, jetzt könnten wir die anderen Quests noch machen. Wir gehen aber zum Südstrand, weil dort wahrscheinlich die weniger schweren Gegner sind. Ich will die anderen dann mit dem Zombies erledigen. So. Ja, wenn ihr es bemerkt habt, ich habe jetzt das Headset ein bisschen runter gemacht, also auf das Kinn, weil das Headset extrem, ja, empfindlich ist, also sehr, man hört das Atmen und so, und es rauscht im Hintergrund ein bisschen irgendwas. Und ja, da muss ich auch ein neues Headset kaufen. Bald. Ja. Ist halt auch mal wieder Pflicht. Ein Headset, das reicht ungefähr 2-3 Monate und das nervt. Wenn es eine bessere Qualität wäre, aber das ist alles so komisches Gummi. Sehr bröckelhaft. Schrecklich. Und es waren noch eigentlich sehr gute Headsets, die ich in der letzten Zeit hatte.
Aber wenn ich einen Vater habe, denn der immer die ganze Zeit das Headset auf den Tisch klappt, wenn er selbst spielen will, dann ist das Problem halt. Ja. Dann gibt es halt Probleme, aber die gehen doch durch einen Warentest, oder? Eigentlich müssten die heben, aber sie machen es nicht. Wahrscheinlich ist der Warentest sowieso korrupt wie die ganzen Qualitätssachen. Die wollen doch auch Geld verdienen. Die werden wahrscheinlich sogar noch bestochen. Ja, die Welt nur noch von Geld geblendet. Schade. Wo ist der Ehrgeiz hin? Die Ehre, mal ohne etwas Geld etwas zu schaffen, die ist nicht mehr da. Was Kochfleisch von winziger grüner Schildkröte? Ich muss also Fleisch. Okay, ich häute die mal. Und wie sagt man das bei Leder? Hallo? Ich hab doch beschwört. Jetzt noch. Der macht einfach extrem Damage. So. Noch einen. Komm. Nicht, dass du jetzt verschwindest. Ja, toll. Käferschwarm. Die Beschwörung ist wieder ready. So, ohne dass ich ihn jetzt anvisiere, sonst greift die Beschwörerin an. So, noch 5, also die Hälfte noch. Die erste Quest haben wir erledigt gerade. Ach komm schon. Gut, habe ich genug früh eingesetzt. Damit er uns nicht kloppt. Das sieht fast wie blond aus von hier. Völlige betriebene Lichteffekte. Das sind andere Schildkröten hier. Haben sie geschrieben? Nix. Oh, komm schon. Was ist denn los? Buggy. Extrem buggy. Oh, nur eine. Angriff der Killer. Imps. Ach, komm schon, greift an. Ja. So, yay. Okay, der Trick klappt nicht. So ist top. So. Okay. Nicht schlechte Sachen habe ich.
Also gehen wir zurück nach Fiscale. Kurz hier umschauen. Nö, ist nichts. Bisschen laggy noch, sorry dafür. Ja, der Sound ist ein bisschen leise.